In diesem Erklärvideo beschäftigen wir uns mit den Grundvoraussetzungen für einen Unternehmer oder eine Unternehmerin, ein Unternehmen zu gründen. Dazu gibt es einige Sachen, die man beachten muss, die es überhaupt erst ermöglichen bzw. sinnvoll machen, ein Unternehmen zu gründen. Auf der einen Seite müssen gewisse Voraussetzungen gegeben sein, auf der anderen Seite muss der feste Wille vorhanden sein, ein Unternehmen zu gründen. Und es müssen auch noch gesetzliche und gewerberechtliche Voraussetzungen erfüllt sein. Neben dem festen Willen, also der Absicht, ein Unternehmen gründen zu wollen, ist es ganz wichtig, eine entsprechend gute Geschäftsidee zu haben. Die Geschäftsideen zu verwenden, die andere bereits zu Genüge ausgekostet haben, wird wahrscheinlich nicht immer dazu führen, ein erfolgreiches Unternehmen zu führen, denn diese Geschäftsideen gibt es ja bereits. Daher müssen Unternehmensgründer einfach feststellen, was sind ihre eigenen Interessen, was sind ihre Fähigkeiten und was sind die Voraussetzungen, die sie haben müssen, um ein Unternehmen erfolgreich gründen und führen zu können. Wenn das gegeben ist, also wenn einerseits der Gründungswille vorhanden ist, und auch eine Geschäftsidee und auch alle Voraussetzungen erfüllt sind, dann sind es nur noch wenige Schritte, um ein Unternehmen auch wirklich gründen zu können. Es ist immer wichtig für eine Wirtschaft, für eine Volkswirtschaft, wie es zum Beispiel Österreich ist, dass Unternehmen gegründet werden, denn die Unternehmen schaffen Arbeitsplätze und sie sorgen dafür, dass die Güter des täglichen Bedarfs oder auch sonstige Güter und Dienstleistungen entsprechend vorhanden sind. Kommen wir zum Gründungswillen. Wir haben vorhin festgestellt, dass Personen geeignet sind, ein Unternehmen zu gründen, die grundsätzlich den Willen dazu haben, ein Unternehmen zu gründen. Nur wenn dieser vorliegt, dann hat es auch einen Sinn, sich selbstständig zu machen und das Risiko einzugehen, ein Unternehmen zu führen. Es gibt natürlich mehrere Vorteile und mehrere Nachteile der Selbstständigkeit im Vergleich zu einem normalen Dienstverhältnis, also zu einer sogenannten unselbstständigen Beschäftigung. Denn Vorteile der Selbstständigkeit sind es einerseits die Möglichkeit, eigene Ideen und Träume zu verwirklichen. Vielleicht wollte jeder schon einmal sein eigener Chef oder seine eigene Chefin sein. Man hat selbstgewählte Arbeitszeiten und ein selbstgewähltes Arbeitsumfeld. Der Gewinn, der hoffentlich durch das gegründete Unternehmen entsteht, bleibt natürlich auch für den Unternehmer übrig, aber erst, nachdem natürlich alle Kosten gedeckt sind, denn so ist ja der Gewinn definiert. Und wer Erfolg hat, erfolgreiche Unternehmer haben meistens auch ein gesellschaftliches Ansehen. Aber wie so oft mit Vorteilen, sind natürlich auch Nachteile der Selbstständigkeit verbunden. Zuallererst ist es vielleicht erforderlich, dass man eine sichere Position, eine unselbstständige Arbeit in einem Unternehmen aufgibt, um selbstständig werden zu können. Auch wenn vorhin genannt wurde bei den Vorteilen, dass es selbstgewählte Arbeitszeiten gibt, so ist es doch ganz, ganz klar und sicher, dass ein Unternehmer meist einen sehr hohen Zeitaufwand hat. Das heißt, die Arbeitszeiten von 8 bis 5 oder ähnliches, das wird in einem selbstständigen Unternehmen als Unternehmer nicht mehr möglich sein. Weiters besteht ein spezielles Risiko, das nur selbstständige Unternehmer haben, nämlich, dass sie auch mit ihrem Privatvermögen haften. Wenn man in einem Unternehmen als unselbstständiger Angestellter oder Arbeiter beschäftigt ist, dann hat man grundsätzlich eher wenig Risiko, man bekommt monatlich seinen Lohn oder sein Gehalt, hat aber sonst für das Unternehmen selbst, wenn dieses nicht mehr erfolgreich geführt werden kann, wenig Risiko. Anders ist es als Unternehmer, als selbstständiger Unternehmer, kommt auf die Unternehmensform an, aber es kann durchaus sein, als eingetragener Unternehmer oder als Einzelunternehmer, dass man mit dem Privatvermögen haftet. Das heißt, im Falle des Konkurses des Unternehmens kann es auch sein, dass auf die Ersparnisse bzw. auch noch auf Haus, Auto und so weiter zugegriffen wird, um Schulden abzudecken.
Das ist ein sehr, sehr großes Risiko. Und das muss man sich gründlich überlegen, bevor man ein Unternehmen gründet. Ein weiterer Nachteil der Selbstständigkeit ist, dass das Einkommen von der Auftragslage abhängig ist. Also es gibt kein fixes Gehalt. Das heißt, wenn es gut geht, dann schaut unterm Strich etwas raus. Wenn es nicht so gut geht, dann muss man eventuell sogar drauflegen. Und zuletzt ein Nachteil: Selbstständige sind sehr auf sich alleine gestellt. Der Konkurrenzkampf ist groß. Alle anderen wollen auch Geschäfte machen. Daher ist man ein einsamer Wolf, um das mal bildlich auszudrücken. Um das noch einmal festzuhalten: Zur Gründung eines Unternehmens gehört einerseits der Gründungswille, andererseits eine entsprechende Geschäftsidee und ein Unternehmensgründer, der beides hat, und erst dann hat es einen Sinn, sich daran zu wagen, ein Unternehmen zu gründen. Ich möchte das hier noch entsprechend markieren. Also einerseits muss es einen Unternehmensgründer geben, der den Gründungswillen mitbringt und eine entsprechende Geschäftsidee hat. Und erst dann, nach Erfüllung weiterer Voraussetzungen, kann er ein Unternehmen gründen. Die Vorteile der Selbstständigkeit sind es, eigene Ideen und Träume zu verwirklichen, dann, dass man sein eigener Chef bzw. seine eigene Chefin ist, man hat selbstgewählte Arbeitszeiten, es gibt Gewinn für die eigenen Leistungen und gesellschaftliches Ansehen, sofern das Unternehmen erfolgreich ist. Die Nachteile sind diesen Vorteilen gegenüberzustellen. Einerseits kann es sein, dass man eine sichere Position in einem Unternehmen aufgibt. Es entsteht ein sehr hoher Zeitaufwand. Unternehmensgründer haften oft auch mit dem Privatvermögen und das Einkommen ist abhängig von der Auftragslage. Und schließlich und endlich, Selbstständige sind Einzelkämpfer. Kommen wir nun nach dem Gründungswillen und nach den Vor- und Nachteilen der Selbstständigkeit zur Geschäftsidee. Es ist ganz wichtig, eine entsprechende Geschäftsidee zu haben, ansonsten hat es wenig Sinn, ein Unternehmen zu gründen. Um zu Geschäftsideen zu kommen, gibt es grundsätzlich zwei Möglichkeiten. Die eine ist es, eigene Geschäftsideen, also neue zum Beispiel Geschäftsideen zu finden oder bewährte Geschäftsideen verbessern oder Aufgaben, die bisher an andere Unternehmen ausgelagert waren, aufzugreifen und selbst zu machen. Das kann ein Grundstock für eine neue Geschäftsidee sein. Die andere Variante ist es, bereits vorhandene, aber fremde Geschäftsideen zu nutzen. Das ist möglich durch Unternehmensübernahmen, die ständig stattfinden, durch Franchising, das wurde bereits in einem anderen Kapitel besprochen, oder durch eine Ideenbörse, wo man sich selbst Anregungen holt oder jemand hat eine Möglichkeit, hat aber nicht das Geld, das zu verwirklichen, und man übernimmt das. Wenn man eine ganze Reihe an Geschäftsideen hat, ist es wichtig zu prüfen, hat diese Idee eine Erfolgsaussicht oder nicht. Was ist eine Voraussetzung für eine erfolgreiche Geschäftsidee? Einerseits bringt sie Nutzen für potenzielle Kunden. Zum Beispiel, sie ist rascher, sie ist sicherer, sie ist kostengünstiger und so weiter. Sie hebt sich von den Ideen der Konkurrenz ab, denn die Konkurrenz schläft nicht. Das bezeichnet man als USP, Englisch für Unique Selling Proposition. Also, Sie können sich das so merken, das ist ein Alleinstellungsmerkmal. Das heißt, nur ich habe das, also nur meine Idee bringt dies. Das ist ein USP, nämlich eine Unique Selling Proposition. Eine Geschäftsidee, die erfolgreich sein soll, ist außerdem innovativ, das heißt, sie bringt etwas Neues, etwas, was vielleicht in dieser Form noch nie da war. Sie ist klar und durchdacht, es hat keinen Sinn, eine tolle Idee zu haben, aber nicht daran zu denken, wie gehe ich weiter vor. Und sie ist längerfristig rentabel, das heißt, sie wird nicht nach ein, zwei Monaten nicht mehr rentabel sein, sie wirft auch später noch entsprechenden Gewinn ab. Nach dem Gründungswillen und der Geschäftsidee und wie man zur Geschäftsidee kommt,
ist der nächste große Punkt der Unternehmensgründer selbst. Wer ist ein Unternehmensgründer? Was muss er für Eigenschaften mitbringen, um sich selbstständig machen zu können und auch entsprechend Erfolg zu haben? Da gibt es persönliche und gewerberechtliche Voraussetzungen. Die persönlichen liegen, wie der Name schon sagt, in der Person des Unternehmensgründers verwurzelt, und es gibt gewerberechtliche Voraussetzungen. Diese sind gesetzlich oder durch andere Regelungen vorgegeben und auch zu erfüllen. Also persönliche und gewerberechtliche Voraussetzungen. Zu den persönlichen Voraussetzungen gehören einerseits das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. Wenn man sich nicht sicher ist, dass man das, was man vorhat, auch kann, hat es wenig Sinn, es überhaupt zu probieren. Man muss eine entsprechende Einsatzbereitschaft mitbringen. Das hängt auch damit zusammen, dass man eben viele, viele Stunden investieren muss unter Umständen. Wer das nicht will, ist nicht geeignet, Unternehmer zu werden. Auch die Risikobereitschaft, es kann auch einmal eine Idee floppen, also nicht erfolgreich sein. Kontaktfähigkeit, das gehört einerseits im Sinne von, ich muss mir Lieferanten suchen, die mir eventuell Rohmaterialien oder sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe und so weiter liefern können, aber ich muss mir auch Kunden suchen, die meine Produkte kaufen. Und als dritte Möglichkeit der Kontaktfähigkeit, ich muss auch zum Beispiel Banken davon überzeugen, meine Idee zu finanzieren. Die Lust auf die Eigenständigkeit wurde schon beim Gründungswillen besprochen. Man soll keine Scheu vor Druck und Stress haben, das hängt wieder mit der Arbeitszeit zusammen. Auch Entscheidungsfreude, Motivationsfähigkeit, man muss sich selbst und andere motivieren können. Man braucht Selbstkritik, auch mal sagen, das war jetzt nichts. Und Ausdauer. Zur erfolgreichen Unternehmensführung gehört auch, entsprechende Tiefen zu durchsteigen. Und die Lust am Gedenken und Gestalten. Die fachlichen Qualifikationen sind ebenso enorm wichtig, nämlich ich muss ein entsprechendes Fachwissen haben, kommt natürlich darauf an, was ich vorhabe. Branchenerfahrung ist immer von Vorteil, das heißt, habe ich schon einmal in dieser Branche gearbeitet und kenne mich da mehr oder weniger gut aus. Und kaufmännisches Basiswissen. Kaufmännisches Basiswissen zum Beispiel wird dadurch produziert, dass man die Unternehmerprüfung ablegt, um Unternehmer zu werden. Und ganz, ganz wichtig am Schluss, dass die Familie bzw. der Partner, die Partnerin diese Gründung bejahen, also der Gründung zustimmen, und das Unternehmen selbst bzw. die Idee entsprechend unterstützen. Eine ganz wichtige Frage ist, ob die gewerberechtlichen Voraussetzungen überhaupt gegeben sind, also ob hier bei dem, was ich vorhabe oder was ein potenzieller Unternehmer vorhat, überhaupt ein Gewerbe vorliegt, das eine Gewerbeberechtigung erfordert. Und dafür gibt es 4 Kriterien, die sehr wichtig sind und die Sie sich unbedingt merken sollten. Eine gewerbliche Tätigkeit ist nur dann eine gewerbliche Tätigkeit, wenn sie erlaubt ist. Das heißt, sie muss im Rahmen der Gesetze stattfinden. Also illegale Sachen mögen gewerblich betrieben werden, sind aber kein Gewerbe. Also verstoßen nicht gegen Gesetze. Dann, es muss selbstständig sein, das heißt auf eigene Rechnung und Gefahr, also nicht zum Beispiel als Angestellter eines Unternehmens. Sie müssen weiterhin regelmäßig ausgeführt werden, das heißt eine einmalige Tätigkeit ist kein Gewerbe, solange nicht eine Fortführungsabsicht besteht, also die Tätigkeit auch wiederholt ausgeübt wird. Einmalig ist das nicht. Und schließlich und endlich entgeltlich, das heißt die Absicht, Gewinn zu machen oder Geld dafür zu bekommen, ist da. Das heißt, wenn Sie eine Tätigkeit machen, die erlaubt ist, die selbstständig ist, regelmäßig ist, aber zum Beispiel gratis ist, weil Sie das gratis machen als Freundschaftsdienst, dann ist es keine gewerbliche Tätigkeit. Wenn nur eine dieser 4 Eigenschaften nicht erfüllt ist, dann handelt es sich dabei nicht um eine gewerbliche Tätigkeit. Sobald nun geklärt ist, dass die 4 Eigenschaften für eine gewerbliche Tätigkeit, also dass es erlaubt ist, dass es selbstständig durchgeführt wird, dass es regelmäßig ist und dass es entgeltlich betrieben wird, kommen wir zu den
allgemeinen Voraussetzungen. Also was muss ein Unternehmer grundsätzlich erfüllen, um überhaupt Möglichkeit zu haben, ein Unternehmen zu führen? Dazu gehört die Eigenberechtigung. Das heißt, ein österreichischer Unternehmer muss das vollendete 18. Lebensjahr haben. Also er muss volljährig sein. Dann, wenn ich in Österreich ein Unternehmen machen will, muss ich auch die Staatsbürgerschaft haben, entweder die österreichische oder die Staatsbürgerschaft eines EWR- oder EU-Landes. Zur EWR gehören die EU-Staaten plus Norwegen, Schweiz, Liechtenstein und Island. Und es darf keine Ausschließungsgründe geben. Ausschließungsgründe wären zum Beispiel, dass es Finanzstrafverfahren gegeben hat oder dass eine gerichtliche Urteilung vorliegt des Unternehmers. Wenn diese drei Sachen zum Teil eintreffen bzw. nicht eintreffen, also wenn die Eigenberechtigung gegeben ist, wenn die Staatsbürgerschaft vorhanden ist und keine Ausschließungsgründe da sind, dann kann ich grundsätzlich ein Unternehmen gründen. Außerdem ist bei einigen Gewerben noch gefordert ein sogenannter Befähigungsnachweis für bestimmte Tätigkeiten, das heißt, dass man besondere fachliche und unternehmerische Fähigkeiten aufweisen muss. Der Befähigungsnachweis ist zum Beispiel durch eine Prüfung zu erbringen, zum Beispiel eine Meisterprüfung oder den Besuch einer berufsbildenden Schule und entsprechende Berufspraxis. Sollte dieser Befähigungsnachweis fehlen, dann hat man trotzdem die Möglichkeit, ein Gewerbe anzumelden, nämlich indem entweder die Gewerbebehörde selbst die Fähigkeit feststellt, dass man dazu geeignet ist, dieses Gewerbe zu führen, oder indem man einen gewerberechtlichen Geschäftsführer anstellt. Also fehlt der Befähigungsnachweis, dann kann man die individuellen Fähigkeiten durch die Gewerbebehörde feststellen lassen oder man stellt einen gewerberechtlichen Geschäftsführer an. Und dieser muss dann den entsprechenden Befähigungsnachweis erbringen. Für manche Gewerbe ist es auch erforderlich, eine entsprechende Zuverlässigkeitsprüfung abzulegen. Dies gilt bei Gewerben, die mit einer hohen Verantwortung gegenüber anderen Personen verbunden sind. Denken Sie zum Beispiel an Waffenhandel, Sprengstoffhandel und so weiter. Wenn jetzt diese Zuverlässigkeitsprüfung und so weiter gegeben ist, kann man die verschiedenen Gewerbearten entsprechend unterscheiden. Nämlich in freie Gewerbe kann unterteilt werden. Das heißt, man muss nur die allgemeinen Voraussetzungen erfüllen. Da gehören Handel dazu, Handelsagent, Übersetzer und so weiter. Und auf der anderen Seite die reglementierten, also reglementiert heißt eingeschränkt, mit Regeln versehen. Hier gibt es solche ohne Zuverlässigkeitsprüfung. Dazu braucht man nur, unter Anführungszeichen, die allgemeinen Voraussetzungen und den Befähigungsnachweis. Dazu gehören zum Beispiel Handwerker, Drogisten, aber auch Fremdenführer. Und dann mit den strengsten Regelungen die Gewerbe mit Zuverlässigkeitsprüfung. Das heißt, man braucht die allgemeinen Voraussetzungen, einen Befähigungsnachweis und eine Zuverlässigkeitsprüfung. Zum Beispiel Baumeister, das ist verständlich, denn ich will auch nicht von jemandem ein Haus gebaut haben, der das eigentlich überhaupt nicht kann. Reisebüros, da kann man darüber diskutieren. Der Waffenhandel oder auch zum Beispiel Vermögensberatung. Als weitere Möglichkeit von Gewerben gibt es noch die sogenannten verbundenen Gewerbe. Das sind meistens Gewerbe, wo ein Gewerbe schon ausgeübt wird und ein zweites noch entsprechend dazugenommen wird, weil es fachlich und von der Befähigung her dazu passt. Zum Beispiel Gärtner und Blumenbindner, Gärtner und Floristen, Maler und Anstreicher und so weiter. Das sind die verbundenen Gewerbe. Sollten jetzt auch noch Tätigkeiten außerhalb der Gewerbeordnung stattfinden, aber trotzdem selbstständig, regelmäßig und mit der Absicht, Gewinn zu erzielen, ausgeübt werden, kann das einerseits in der Form von sogenannten selbstständigen Berufen sein, zum Beispiel Ärzte, Apotheker, oder auch in Form der sogenannten neuen Selbstständigen. Dazu gehören zum Beispiel diese Psycho-Physiotherapeuten und so weiter. Diese unterliegen dann anderen Gesetzen und
diese Tätigkeit erfordert auch keine Gewerbeberichtigung, obwohl eigentlich die Voraussetzungen für Gewerbe gegeben wären. Sind nun alle persönlichen und allgemeinen Voraussetzungen für die Gründung eines Unternehmens vorhanden, dann kann man sich daran machen, einen sogenannten Businessplan aufzustellen. Dieser Businessplan hat mehrere Vorteile. Er hilft einerseits dem Gründer selbst, die eigene Geschäftsidee besser zu beurteilen bzw. besser einschätzen zu können. Er hilft weiters, sich bei Kunden, Lieferanten, Kapitalgebern, also zum Beispiel bei den Banken oder sonstigen Förderstellen, denken Sie nur an die Wirtschaftskammer, besser vorstellen zu können und sich hier entsprechend präsentieren zu können. Und er hilft außerdem, die Umsetzung der Geschäftsidee zielgerichtet zu planen. Wie wird nun die Gründung eines Unternehmens durchgeführt, wenn alle Unterlagen vorliegen und die Fragen, die offen sind, beantwortet wurden? Dann kann das Gewerbe angemeldet werden. Die Fragen, die zu beantworten sind, die können auch mit Hilfe der Wirtschaftskammer beantwortet werden. Das heißt, der erste Weg sollte mal zur Wirtschaftskammer führen, um beraten zu werden, was ist denn überhaupt möglich, was kann ich machen als Unternehmensgründer. Wenn das erfolgt ist, dann ist der Weg als nächstes zur zuständigen Gewerbebehörde. Das ist im Normalfall die Bezirkshauptmannschaft oder der Magistrat in den bestimmten Städten. Dazu gibt es ein Anmeldungsschreiben mit einem bestimmten Inhalt, auf den ich jetzt im Moment nicht näher eingehen möchte. Aber was auch noch wichtig ist, die notwendigen Unterlagen müssen beigefügt werden, wie zum Beispiel Geburtsurkunde oder Reisepass, ein Staatsbürgerschaftsnachweis, dann eventuell Unterlagen für den Befähigungsnachweis und sehr, sehr wichtig bei einer Neugründung die Bestätigung der Wirtschaftskammer, denn durch das sogenannte Neugründungsförderungsgesetz entstehen weniger bzw. keine Kosten, wenn das eben vorher mit der Wirtschaftskammer entsprechend abgesprochen wurde. Die Eintragung erfolgt dann im sogenannten Gewerberegister. Innerhalb 3 Monaten muss dies eingetragen werden und der Anmelder erhält den sogenannten Gewerberegisterauszug. Wenn also beim Gewerberegister der Eintrag erfolgt ist, dann ist der nächste Weg zu weiteren Behörden. Ganz wichtig ist die Anmeldung beim Finanzamt, denn innerhalb eines Monats muss die Eröffnung angezeigt werden. Das heißt, dass man bekannt gibt, dass das Unternehmen eröffnet wurde. Dann ist es auch wichtig, sich bei der SVA, der Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft, anzumelden, denn man muss auch als Unternehmer sozialversichert sein, um zum Beispiel Arztbesuche und so weiter durchführen zu können. Weiters, sofern man Mitarbeiter hat, müssen diese bei der Gebietskrankenkasse, jetzt neue österreichische Gesundheitskasse, also nicht mehr GKK, sondern ÖGK, diese Mitarbeiter müssen dort angemeldet werden, spätestens bei Antritt der Arbeit. Weiters muss sich ein Unternehmer bei der Wirtschaftskammer anmelden und dazu gibt es noch sonstige Kontakte, die ebenfalls wichtig sind, wie zum Beispiel die Eröffnung eines Geschäftskontos, eventuell der Abschluss von Versicherungen, die notwendig sind, Kontakt mit Lieferanten und, um einfach das Unternehmen entsprechend gründen zu können. Abschließend noch eine kurze Zusammenfassung dieses Kapitels. Um ein Unternehmen gründen zu können, bedarf es mehrerer Voraussetzungen. Eine davon ist es, eine entsprechende Geschäftsidee zu haben. Andererseits muss auch ein Gründungswille vorhanden sein, also der Wille, ein Unternehmen auch wirklich durchführen zu wollen. Dann müssen persönliche und allgemeine Voraussetzungen erfüllt sein. Wenn dies alles in Ordnung ist, dann kann man sich daran machen, einen Businessplan zu erstellen, der hilft bei Geldgebern oder auch bei Förderungsstellen und auch bei Kunden und Lieferanten und auch für sich selbst einen Überblick zu schaffen und dann kann die Unternehmensgründung erfolgen. Es gibt Vorteile und Nachteile der Selbstständigkeit, diese sind hier entsprechend aufgezählt. Die Geschäftsidee
kann dadurch entstehen, dass Sie einerseits eine neue Geschäftsidee finden oder andererseits eine bereits vorhandene oder bereits vorhandene Geschäftsideen übernehmen und entsprechend ändern, aber aufpassen, auch mit Konkurrenzdenken. Der Unternehmensgründer selbst muss gewisse persönliche und gewerberechtliche Voraussetzungen bringen. Die persönlichen sind wirklich in der Person begründet und auch im fachlichen Wissen bzw. auch die Unterstützung der Familie oder der Partnerin und Partner sind hier gefragt. Die gewerberechtlichen, hier gibt es im Wesentlichen vier Voraussetzungen, die vorhanden sein müssen. Die Tätigkeit muss erlaubt sein, sie muss selbstständig sein, sie muss regelmäßig angelegt sein und sie muss gegen Bezahlung, also entgeltlich, ausgeübt werden. Die allgemeinen Voraussetzungen sind erstens eine Eigenberechtigung, das heißt im Wesentlichen, dass man volljährig ist, die Staatsbürgerschaft, die österreichische oder die eines EWR-Staates oder eines EU-Staates muss vorhanden sein und es dürfen keine Ausschließungsgründe, also zum Beispiel gerichtliche Verurteilungen, vorliegen. Bei gewissen Gewerben bedarf es auch eines Befähigungsnachweises, das heißt ein Zeugnis über eine zum Beispiel abgelegte Prüfung, damit man ein spezielles Fachwissen nachweisen kann. Dieser Befähigungsnachweis kann aber auch erlassen werden bzw. nachgebracht werden. Für die Zwischenzeit kann auch ein gewerberechtlicher Geschäftsführer eingesetzt werden, der diese Befähigung hat. Eine Zuverlässigkeitsprüfung gibt es bei Gewerben mit einem speziellen Risiko, denken Sie zum Beispiel an den Waffenhandel. Um das nochmal zusammenzufassen, die freien Gewerbe ist eine Art des Gewerbes, das heißt, das kann jeder ausfüllen, der entsprechende Voraussetzungen, nämlich die allgemeinen Voraussetzungen, mitbringt. Bei reglementierten Gewerben gibt es einerseits jene ohne Zuverlässigkeitsprüfung. Hierzu braucht man nur zusätzlich zu den allgemeinen Voraussetzungen einen Befähigungsnachweis. Und dann gibt es noch reglementierte Gewerbe, die sowohl einen Befähigungsnachweis verlangen und auch eine Zuverlässigkeitsprüfung. Hier eben bei gefährlichen oder bei sehr risikoreichen Unternehmungen. Es gibt weiters noch verbundene Gewerbe, das heißt, wenn Gewerbe artverwandt sind oder sich die eine Ergänzung rentiert, dann kann das gemacht werden, zum Beispiel Gärten und Floristen oder Maler und Anstreicher und so weiter. Sollte zwar eine gewerbliche Tätigkeit vorliegen, aber diese gewerbliche Tätigkeit außerhalb der Gewerbeordnung stattfinden, dann gibt es hier gewisse Ausnahmen, wozu keine Gewerbeberechtigung erforderlich ist. Dazu gehören die selbstständigen Berufe, zum Beispiel Ärzte und Apotheker oder die sogenannten neuen Selbstständigen, denken Sie sich Physio- und Psychotherapeuten. Und diese Formen der Gewerbeausübung unterliegen eben nicht einer Gewerbeberechtigung. Sie dürfen so ausgeübt werden. Wenn all das erfolgt ist, dann kann ein Businessplan erstellt werden, der sowohl die finanzielle Seite darstellt, um Geld zu werben, um sich selbst ein Bild zu machen, wie das Unternehmen funktionieren soll und auch eine Planung für die Zukunft zu machen. Die Durchführung der Gründung, man geht zur Gewerbebehörde, davor zur Wirtschaftskammer, füllt die nötigen Unterlagen aus, bringt die notwendigen Unterlagen bei, wie zum Beispiel Geburtsurkunde, Reisepass, Staatsbürgerschaftsnachweis und so weiter. Das Gewerberegister trägt dieses Gewerbe dann ein, innerhalb von 3 Monaten. Und sonstige Behördenwege und Kontakte sind, dass man sich beim Finanzamt anmeldet, dass man sich als Unternehmer bei der SVA, der Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft, anmeldet. Sollten schon Mitarbeiter vorhanden sein, dann ist es auch notwendig, sich bei der österreichischen Gesundheitskasse anzumelden. Und man wird auch Mitglied der Wirtschaftskammer. Wie Sie aus dem Unterricht in politische Bildung wissen, ist die Mitgliedschaft für Unternehmer bei der Wirtschaftskammer eine Pflichtmitgliedschaft. Und die sonstigen Kontakte sind nicht weniger wichtig, nämlich man muss ein Geschäftskonto bei der Bank eröffnen, man muss etwaige Versicherungen abschließen, man muss mit Lieferanten Kontakt aufnehmen und zum Beispiel Personal suchen und so weiter.